Geht es Ihnen auch so? Menschen in Unternehmen finden sich damit ab, dass Missgunst und Unstimmigkeiten in ihrem Unternehmen zum Alltag gehören. Das macht mich richtig sauer, weil es geht auch anders. Denn diese Menschen haben Schmerzen, sowohl psychische wie auch physische. Diese Schmerzen entstehen durch politische Spielchen und die vielen kleinen nervigen Konflikte, die anscheinend zum täglichen Leben gehören. Konflikte mit Kolleginnen, mit Kollegen, Konflikte mit Führungspersonen, mit Kunden, Konflikte mit Geschäftspartnern und oft hat das Ganze dann Auswirkungen im privaten und familiären Umfeld. Die Schmerzen, die dadurch entstehen, frustrieren uns und bereiten uns Sorgen. Wir sorgen uns um unsere Leistung, wir sorgen uns um unseren Arbeitsplatz, um unsere Zukunft, wir sorgen uns um unsere Gesundheit. Und das Schlimme ist, wir sorgen uns zu Recht. Wir sind zeitweise massiv überfordert mit denselben immer wiederkehrenden, belastenden und demotivierenden Situationen. Ständige Sticheleien und Streitereien führen zu Frustration und Unlust an der Arbeit und bei manchen von uns sogar zu Unlust am Leben. Und hier hört der Spaß nun wirklich auf. In so einem Umfeld entstehen toxische Energien, die unaufhaltsam an der Unternehmenskultur nagen. Wir erleben das dann in sinkender Leistungsfähigkeit, im schlimmsten Fall in komplettem Arbeitsausfall durch Krankheit oder erleben es durch hohe Fluktuation. Dabei bin ich der absoluten Überzeugung, das Arbeitsumfeld darf nicht krank machen. Im Gegenteil, das Arbeitsumfeld soll dem persönlichen Wachstum dienen. Denn wächst der Mitarbeiter, dann wächst das Unternehmen mit. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten zeigen, wie Sie sehr einfach dazu beitragen können, dass Ihre Mitarbeiter wachsen. Und ich biete Ihnen die Wette an, dass Sie dann auch Ihr Unternehmen wachsen sehen werden. Sie haben wahrscheinlich lange gebraucht, Ihre Unternehmenskultur aufzubauen. Dazu gratuliere ich Ihnen. Doch glauben Sie mir, es geht viel schneller, sie zu zerstören. Wenn wir diese destruktiven, toxischen Zustände akzeptieren, mutieren diese und führen zu schweren Konflikten. Und diese führen dann eben zum Zerfall der Kultur. Manchmal braucht es im Leben einen Paukenschlag, der uns aufweckt. Lassen Sie mich dieser Paukenschlag sein. Es ist an der Zeit, neue Antworten zu finden auf die alten Fragen. Lassen Sie uns in den folgenden Minuten rückwärts gehen. Wir sehen uns zuerst das Ziel an, betrachten dann den Weg, wie wir dahin kommen und definieren erst am Ende, wie wir gemeinsam starten können. Was ist das Ziel? Wo wünsche ich mir Ihr Unternehmen in naher Zukunft? Ich wünsche mir für Sie eine Arbeitswelt, in der Sie und Ihre Mitarbeitenden die wahren Konfliktfaktoren hinter den oft harzigen und demotivierenden Zuständen identifizieren, in der Sie diese Konfliktfaktoren überwinden und ein fruchtbares Umfeld für Wachstum schaffen können. Ich wünsche mir für Sie eine Arbeitswelt, in der sich ein Erfolgsmindset entwickelt, motivierende Emotionen freigesetzt werden und Spitzenleistungen wie von alleine entstehen, indem Mitarbeitende ihr volles Potenzial ausschöpfen. Ja, genau das wünsche ich mir für Sie. Zugegeben, das klingt ein bisschen wie im Paradies und zu so schön, um wahr zu sein. Doch muss es wirklich nur ein Traum bleiben? Wie ist also der Weg? Sehen Sie, ich habe eine Vision. Ich will die Energie der Liebe in die Wirtschaftswelt tragen. Und als ich vor 20 Jahren begann, meiner Vision zu folgen, ahnte ich schon, wie ungewöhnlich mein Ansatz sein würde. Ich verspürte die Passion, die Energie der Liebe in Unternehmen und Wirtschaft erlebbar zu machen. Führungskräfte, Inhaber, Unternehmer dazu zu ermutigen, mehr menschliche Qualität in den Umgang mit ihren Mitarbeitenden zu bringen. Doch allein mit dem Wort Liebe erntete ich zunächst Kopfschütteln und Fragezeichen in den Gesichtern meiner Gegenüber. Heute, rückblickend, weiß ich, wie wichtig dieser Ansatz im Unternehmenskontext ist. Es geht um nichts Geringeres
als die Verankerung einer neuen Form von Unternehmenskultur. Mein Ansatz ist einfach. Es geht um ehrliche Wahrnehmung. Es geht um ehrliche Wertschätzung der Menschen, ohne Beurteilung, ohne Bewertung, ohne Verurteilung. Es geht um unsere innere Haltung. Denn unsere innere Haltung bewirkt unser Verhalten. Ja, es geht um die Energie der Liebe. Den anderen wie durch die Linse einer Kamera betrachten und sehen, was da ist. Und vor allem akzeptieren, was da ist. Das tun wir Menschen in der Regel nicht, sondern wir werfen schon bei der Betrachtung einer Situation, etwa wenn der Mitarbeiter unserer Meinung nach etwas falsch macht oder eben auf seine Weise gemacht hat, gleich die Sicht durch unsere eigene Brille in die Waagschale, lange bevor wir den anderen in seiner Ganzheit, mit seiner Geschichte und seiner ganz persönlichen Prägung erkennen können. Hand aufs Herz. Ist es nicht so, dass der wahre Wert eines jeden Unternehmens die Mitarbeiter sind? Jeder Einzelne? Es sind Menschen, keine Ressourcen, mit denen gearbeitet wird. Und je mehr das Leadership diesen Menschen auf allen Hierarchieebenen auf Augenhöhe begegnet, desto bessere Voraussetzungen schaffen wir für langfristige Mitarbeiterpartnerschaften. Die Energie der Liebe bereitet dazu den fruchtbaren Boden, der geprägt ist von einem Miteinander und Füreinander. Ja, einem Miteinander und einem Füreinander. Viel zu oft jedoch erlebe ich in unzähligen Unternehmen das Gegenteil. Ein Nebeneinander und Gegeneinander. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Nebeneinander und Gegeneinander. Erst heute ist man in der Lage, die Auswirkungen von mangelnder Wertschätzung und Anerkennung in einen direkten Bezug zur Leistung und Gesundheit herzustellen. Wenn Mitarbeiter in jeder Situation, mag sie noch so kritisch sein, von ihren Vorgesetzten und Teamkollegen aufrichtige, ehrliche und wertschätzende Rückmeldungen bekommen, dann ist die Energie der Liebe im Spiel. Ja, ich bin mir bewusst, Liebe ist ein großes Wort und wird im Kontext von Wirtschaft und Unternehmen selten benutzt. Ich erlebe seit 20 Jahren, wie sehr sie in Unternehmen fehlt. Aber ist sie da? Dann erleben wir Zustände, die uns vorher unmöglich erschienen sind. Eine Unternehmenskultur, die auf der Energie der Liebe fußt, führt zu Spitzenleistungen. Plötzlich sind sie ganz einfach möglich. Sie lässt eine Dynamik entstehen, in der nicht nur die eigene Persönlichkeit in unerwarteter Weise entwickelt werden kann, sondern auch die Gemeinschaft, in der effektive und kreative Lösungen entwickelt werden, die vorher nicht denkbar waren. Solch eine Unternehmenskultur zieht magnetisch Traummitarbeiter an und sie führt zu etwas, das nicht alltäglich ist, aber zum Alltag wird. Leistungslust. Diese Erfolge lassen sich am Ende des Tages in Zahlen messen. Qualitativ bessere Leistungen der Mitarbeitenden. Weniger Krankenausfälle, weniger Fluktuation, definitiv mehr Umsatz. Und daran können Sie mich messen. Denn nun kommen wir zum Start. Vielleicht zu unserem gemeinsamen Start. Wahrscheinlich werden Sie sich jetzt die Frage stellen, ob und wie das möglich ist. Wie können wir unsere Mitarbeitenden beflügeln und dafür sorgen, dass Ihnen und uns gemeinsam die Arbeit wieder so richtig Spaß macht? Gerne gebe ich Ihnen hierzu ein paar Antworten. In meiner langjährigen Arbeit mit vielen namhaften Unternehmen, mit Tausenden von Menschen und durch mein Masterstudium der kognitiven Neurowissenschaften konnte ich diesbezüglich eine bedeutende Erkenntnis gewinnen. Für dauerhaften Unternehmenserfolg braucht es ein stabiles Fundament. Eine unerschütterliche Unternehmenskultur als fruchtbarer Boden für eine erfolgreiche Zukunft mit Lust auf Leistung. Nur weg von und hinzu sind nicht trennbar, ebenso wenig wie Tag und Nacht trennbar sind. Wir müssen das Weg von dem, was wir weg wollen, ohne damit einverstanden sein zu müssen, verstehen. Und wir dürfen den ungewünschten Zustand nicht länger hinnehmen.
Wir müssen erkennen, was wir ändern wollen. Erkennen, was sich ändern muss. Und dann müssen wir es tun. Proaktiv ändern, was anders sein soll. Mit einer klaren Vorstellung von dem Hinzu. Dem gewünschten Zustand, wie es sein soll. Denn nur wer macht, hat die Macht, etwas zu verändern. Und genau dieses Machen ist mir zur Herzensangelegenheit geworden, Unternehmen dabei zu unterstützen, der Gestalter ihrer einzigartigen Unternehmenskultur zu sein. Einer Kultur, wo Mitarbeitende Lust auf Ergebnisse bekommen, Lust auf Verantwortung übernehmen, Lust auf Wachstum, Lust auf Veränderung. Mein Team und ich begleiten das dann empathisch direkt, unverblümt mit wertschätzender Reflexion und ganz konkret mit wissenschaftlicher Diagnostik und praxisbewährten, teils unkonventionellen Werkzeugen, basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung als Unternehmer und auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft. Lassen Sie uns gemeinsam starten. Wenn ich Sie in diesen 11 Minuten inspirieren konnte, über einen veränderten Blickwinkel nachzudenken, dann freut mich das. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wie wir das in Ihrem Unternehmen umsetzen können, dann fragen Sie mich. Wenn Sie aktuell in einer herausfordernden Situation feststecken, ja vielleicht sogar in einer Krise, ich helfe Ihnen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit mir auf. Wir sprechen dann über Ihre Herausforderungen und darüber, was ich konkret für Sie oder Ihr Unternehmen tun kann. Ich freue mich schon jetzt auf das Gespräch mit Ihnen oder eben unseren weiteren Kontakt. Ihr Wolfgang Walter Wulle.